wir erwarten unser erstes Kind und sind eigentlich in sehr freudiger Erwartung. Weil, ja. Weil wir schon sehr lange drauf gewartet haben und das jetzt endlich geklappt hat. In unserer Frauenklinik praktizieren wir eine individuelle, familienorientierte Geburtshilfe. Medizinische Sicherheit ist mir auch sehr wichtig, weil ja doch mal irgendwas schiefgehen kann. Es kann immer mal irgendwelche Komplikationen geben. Und es ist schon wichtig, dass man da kompetente und fähige Ärzte hat. Nach dem Motto, so viel Medizin wie nötig, so wenig wie möglich, bieten wir Ihnen höchste medizinische Sicherheit in familiärer Atmosphäre. Für die medizinische Versorgung von Mutter und Kind bieten wir modernste Technik, auch schon vor der Geburt. Jetzt sehen Sie nochmal die Durchblutung in der Nabelschnur. Da ist alles in Ordnung. Jetzt hat sich das Kind ein bisschen bewegt. Im Rahmen der Pränataldiagnostik führen wir Ultraschalluntersuchungen, Farbdopplersonografien und genetische Amniosynthesen durch. Hier im Kreißsaal gibt es einmal den Gebärhocker. Es gibt eine Wanne und also wenn alles gut geht und da eben halt nichts gegenspricht, würde ich gerne eine Unterwassergeburt in der Wanne machen. Unser freundliches und erfahrenes Geburtshilfeteam wird durch externe Beleghebammen ergänzt. Wir haben uns für eine Beleghebamme entschieden, weil die eben halt die ganze Zeit, wenn ich sie anrufe, dass es losgeht, eben halt bis zum Ende eben halt dabei ist und nicht zwischendurch mich irgendwie verlässt oder es kommt eben halt eine neue, weil gerade Schichtwechsel ist und da lege ich eigentlich schon Wert drauf. Akupunktur hat eine psychisch ausgleichende, schmerzlindernde und entspannende Wirkung. Eine regelmäßige Anwendung ab der 37. Schwangerschaftswoche beeinflusst den Geburtsverlauf positiv. Und ab der 38. Woche kommt noch eine vierte Nadel dazu. Die gibt es am kleinen Zeh, weil die ist Wehen ausgelöst oder kann Wehen auslösen. Ja, das machen wir. Das hört sich gut an. Ja, wunderbar. Ich freue mich Wir haben vor 6 Jahren schon das erste Kind hier entbunden und haben uns damals sehr gut betreut gefühlt. Es ist alles sehr gut gelaufen. Die Schwestern und Hebammen sind alle sehr nett. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier wieder dieses Jahr zu entbinden. Nach der Geburt steht Ihnen unser qualifiziertes Team bei allen Fragen zur Seite. Das erste Kind ist 6 Jahre her, da hat man schon einiges wieder vergessen, gerade in Bezug auf Stillen. Und es war sehr wichtig, dass da jemand kommt und mir hilft. Alleine hätte ich das nicht hingekriegt. Stillen, 20 Minuten oder? 15 bis 20 Minuten. Mhm. Na, dann nehmen Sie ein bisschen hoch und dann müsste er aufstoßen. Okay. Erste Rückbildungsübungen beginnen schon im Wochenbett. Das Ziel, Festigung des Beckenbodens, um Folgeschwächen zu vermeiden. Und die Fußspitzen heben und senken sich. Heben und senken sich. Neben dem Wohlergehen der Mutter kümmern wir uns um die Gesundheit des Kindes. Ein gutes Gehör ist Grundlage für den späteren Spracherwerb. Das Hörscreening im Wochenbett zeigt frühzeitig Defizite und ermöglicht, entsprechende Therapien einzuleiten. Für das Kind absolut schmerzlos, kriegt nur den kleinen Stöpsel ins Ohr. In der neugeborenen Basisuntersuchung überprüft der Kinderarzt die Funktionen der Organe und Reflexe. Die U2 ist für die Mutter oder für die Eltern sehr wichtig, denn da hat man dann die erste Gewissheit, dass das Kind gesund ist. Und das ist ja doch das Wichtigste im ersten Moment. Das Bein kommt auf den Unterarm, liegt mit dem Kopf auf dem Unterarm. Im Babypflegekurs wurde mir gezeigt, wie ich mein Kind bade. Und das ist auch sehr wichtig, weil sowas vergisst man. Berührung mit Respekt. Der Babymassagekurs vermittelt Handgriffe, die dem Wohlbefinden des Babys und der Mutter dienen. Yoga. Eine Möglichkeit für schwangere Frauen, Kraft zu schöpfen und die Sensibilität für den eigenen Körper zu verfeinern. Hebe die Arme in einem weiten Bogen über die Seiten nach oben. Ausatmend führst du sie wieder nach unten. Stelle dir vor, dass du mit jedem Atemzug
mit deinem Baby verbunden bist. Ich habe mich für Yoga entschieden, weil ich denke, dass das auch ein guter Schritt ist zur Vorbereitung für die Geburt, indem man bestimmte Übungen, Techniken, Atmungen eben halt macht, die das Ganze eben halt so ein bisschen unterstützen und vielleicht auch ein bisschen leichter machen. Zeit für Spiel und Spaß. Die PKIP-Gruppe ist ein beliebter Treffpunkt von Eltern und Kindern im ersten Lebensjahr. Also ich würde hier jederzeit wieder herkommen. Wir haben uns hier sehr gut betreut gefühlt. Die Hebammen waren alle sehr nett. Die Ärzte, die mich betreut haben, waren auch alle sehr nett. Wichtig ist auch die Freundlichkeit, mit der man hier aufgenommen worden ist. Wie so eine kleine Familie. Ja. Unser Hebammenteam und unsere Ärzte stehen den werdenden Eltern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn sie Ängste, Sorgen oder Fragen haben, sind wir jederzeit telefonisch für sie erreichbar. 040 725 54 1640.